Die Bürgerinitiative Freifahrt Jetzt Schwerin fordert einen Stopp des Verkehrsprojektes der Nordumgehung der Landeshauptstadt. Die geplante 4 Kilometer lange Straße soll die jetzige Ortsumgehung zwischen Kehlstück und Medewege mit der B104 in Richtung Rampe verbinden. Die Bürgerinitiative fordert Oberbürgermeister Dr. Rico Badenscheer dazu auf, sich für eine umweltgerechtere Lösung auszusprechen. Die Planung des Verkehrsprojektes beruht auf Konzepten aus den 90er Jahren, dementsprechend ohne Berücksichtigung des Umweltschutzes. Neben dem Erhalt von Mooren und Wäldern argumentiert Freifahrt Jetzt Schwerin mit einem erforderlichen Umdenkprozess in Sachen Verkehrsplanung. Sie setzten auf Investitionen in den Ausbau von Fuß- und Radwegenetzen sowie den ÖPNV. Sowohl Badenscheer als auch die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter sehen Potenzial in der Nordumgehung, um die Schweriner Innenstadt zu entlasten.